Ein Fisch? Der Fisch. Ich kenne dieses Wort nicht. Sieht aus wie japanische Zeichen da unten. Das ist so witzig. Ein paar kann ich sogar lesen. Immer noch ein Kapitel 1. Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen, okay. Die Bilder. Ah, nur die Musik. Alles gut. Komm hier, komm hier, komm hier. Ein Tag, die da. Dieben, Dieben, Dieben. Ich kann sie die Dieben. Ich kann die dir doch gleich wiedergeben. Ach du Kacke. Guten Tag. Ich bin eine Ameise. Guten Tag, Ameise. Ich liebe Gemälde. Meine Gemälde sind besonders cool. Ich würde es gerne wiedersehen. Es ist irgendwo weit weg. Steig auf, ich bring dich hin. Vorsicht vor den Kanten. Gemälde einer Ente. Ente. Wegen Ent. Gemälde einer Ameise. Ja. Immer noch in Kapitel 1. Kommen wir da irgendwo zwischenher? Ja, tun wir. Fantastisch. Guck mal, Ameise. Oh, das ist mein Gemälde. Es sieht genauso cool aus, wie ich mich dran erinnere. Er starrt drauf. Und jetzt? Wieder weiter. Ja, Gemälde eines Marienkäfers. Gemälde einer Biene, Entschuldigung. Gemälde eines Schmetterlings und Gemälde einer Spinne. Hier geht's weiter. Der Prolog. Kapitel 1. Kapitel 2. Letztes Kapitel. Okay, es gibt 4 Kapitel. Ich weiß, was ich tun will. Kann ich über das Loch klettern? Ja. Wir gehen erst einmal speichern, ja? Genau, place a ant pick. Abgeschlossen. Ich fange schon gut an mit der Steuerung. Ich sage ja, ich bin nicht gut da drin. Oh. Verdammt. Kaputt. Epilog. Guten Tag. Kopflose Statue. Na toll. Da ist etwas auf dem Boden. Ein grüner Schlüssel. Im nächsten können wir die Ameise nicht zerquetschen. Warte, warte, warte. Ja, wir haben den. Eine Katze! Es ist ein Fisch. Also ein Loch geformt wie ein Fisch in der Wand. Okay. Das war eine scheiße Idee, hier hinzugehen.
Wollen wir Verstecken spielen? Du hast mich gefunden, jetzt kriegst du eine Belohnung. Und zwar? Können wir die anderen auch noch öffnen? Nett. Ups. Ups, hätten wir das mal nicht gemacht. Ich sah ein wirklich bösartiges Gemälde. Hi, da bist du wieder. Okay. Da ist etwas auf dem Boden. Ein hölzerner Fisch, der Kopf. Talent eines Kochs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Moment, ich will ihn speichern. Weil ich nur noch eine Rose habe. Können wir irgendwie Items benutzen? Wir müssen erst den Kopf oder den Rest des Fisches nur noch haben, oder? Ich hätte da drüber stolpern können. Gemälde, eine rote Rose. Okay. Oh! Wir haben den Fisch zusammen. Den Fischschlüssel. Fantastisch. Und sind komplett geheilt. Nee, ich will raus hier. Wir speichern nochmal, ja? Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, bitte. Du wolltest doch Fisch haben. Jetzt hast du Fisch. Oh, wir können speichern. Ja, spuck du nur. Ich kenne dich auch noch, du Sack. Immer noch in Episode 1. Ein komplett weißes Gemälde. Das? Nur wenn du vergessen hast. Was soll ich vergessen haben? Vorsicht vor den Lippen. Warte, ist da hinten was? Was wenn wir haben gespeichert? Nein, da ist nichts. Okay, dann nicht sie weg. Ich hab mich nicht erschrocken. Wie kommt ihr drauf? Ich wollte hier gar nicht her. Ich wollte das lesen. Der Raum der Lügner. Okay. Stehende vor einer Statue, der drei Schritte nach Westen geht, einen nach Süden. Das ist die Antwort. Oh, das sollte ich mir aufschreiben. Drei B und einem S. Mal gucken, was bei den anderen steht. Knapp verfehlt, ist auch vorbei. Wir dürfen austesten. Fuck. Hier. Osten. Bei Norden. Hä, in Weiß spricht die Wahrheit. Der die Wahrheit sagt, trägt Grün.
2 Osten, 2 Süden. Wo haben wir zuletzt gespeichert? Ich weiß es schon nicht mehr. So, Madame in Rot. Ich stimme gelb zu. Also was Weiß sagt. Weiß sagte das Letzte. Wir testen es einfach. Niemals ohne Seife waschen. 1. Ich bin 3 gegangen. Scheiße. Ja, also. Das war's nicht. Also 3 nach Westen, 1 nach Süden. Niemals ohne Seife waschen. Das wäre hier. Auch nicht. 4 nach Osten, 2 nach Norden. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hä? Ja. Oder wir kümmern uns erst hier rum. Will die nicht anfassen? Ein Passwort. Grün. Oh nein, wir müssen immer den Startpunkt nehmen, von wo wir... Oh nein, das war mein Fehler. Wir müssen erst den richtigen finden und von dann da immer ausgehen, richtig? Ja, nichts passiert. Bin in die falsche Richtung gegangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja. Ja, den ersten haben wir. Oh. Hier. Ich habe das jetzt 10.000 Mal ausgetestet, nur um dann zu sehen. Du findest nur diese eine Zahl hier. Was ist mit euch passiert? Lügner. 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 Ja, tropft voll roter Farbe. Warte, ich will eben speichern, ja? Was ist das eigentlich? Ach so, das weiße Gemälde. Aber ich habe nur eine Zahl. Passiert nichts. Vier, vier, vier? Nee. Scheiße. Okay. Was sollen wir hier jetzt? Oh, da ist eine Nummer. 18. 418. Nee, man sollte die ja... Warum? Nope. Hä? Ja, super. Ah,
Wenn wir das genau angucken, ist da eine Nummer. 9. Und was soll uns das jetzt weiterhelfen? Gehen die Zahlen denn so hoch? Nö. Mal 18 mal 9, also 10 mal 18 sind 180, 9 mal 18 sind dementsprechend, das nützt auch nichts. Ach, da steht auch Plus. Ah, 9 mal 4, 36. 36. Man sollte richtig hingucken. Warte. Wir hatten Violett, also Violett ganz hinten. Was war denn jetzt grün? Verdammt. Hör auf. Das ist grün. 18. Okay. Also 18 mal 4. Nein. 18 mal 9. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. Plus 36 wären 166. Heute bin ich für nichts zu gebrauchen. Ja. Da hat sich was getan. Fantastisch. Ein Apfel auf einer Baumskulptur. Bewahre den roten Apfel. Apfel geboren an einem Baum. Anderen Bäume können wir uns nicht angucken? Anscheinend. Und jetzt? Für den Mund. Für den Mund. Moment. Oh. Ja, danke. Ich möchte speichern. Mann. Kann ich es aus dem Inventar nehmen? Wann lerne ich das endlich? Guck mal, ich habe einen Apfel für dich. Ja, das ist Essen. Bitteschön. Ist zwar aus Holz, aber egal. Lecker. Okay, es schmeckt. Okay, ich darf jetzt durch. Durch den Mund. Moment, ich will speichern. Das ist mir nicht geheuer. Ja, schön, eine Guillotine. Ich wusste, was kommt. Das gefällt mir nicht. Ne, ja, was wird das? Atme. Ja, okay. Wollen wir hier beenden? Das wird wieder ein Schnipsel hier. Wir gucken mal. Ja, wir sind hier. Wie ich befürchtet habe. Muster. Oh. Rauchen so und so. Herzschlag. Cool, das ist sogar schlägt, wenn man sich's anguckt. Herzschmerz. Was? Es ist abgeschlossen. Guck mal, da ist die Frau in Rot wieder. Ja, die Lady in Red. Genau das meine ich. Gut, Dad. Komm her, du blöde Kuh. Hier bin ich.
ein roter Schlüssel. Wo ist die Dame in Rot? Und tschüss. Scheiße. Scheiße. Die Mädels auf dem Canvas, auf dem Papier. Nein, auf der Leinwand, so. Was? Frauen kriegen schnell Vorurteil von jedem Mann, den sie sieht. Ich übersetze das frei. Es tut mir leid, falls ich es falsch übersetze. Wenn sie einst ihr Aussehen richtig einsetzen, werden sie sehr... Sie werden weiterhin sehr... und wenn dich verfolgen, bis sie genug haben und sie scheinen überall zu sein, bis zum Ende der Welt. Und sie haben nur eine Schwäche. Die ist, dass sie die Tür nicht eigenständig öffnen können. Doch. Ich kenne einige dieser Worte nicht. Okay. Nein, das kennen wir schon. Ich weiß... Quetana. Ah, okay. Einige Gemälde von ihm sind hier drin verzeichnet. Da ist ein Stück Papier. Having fun? Ah, ja, total. Ich hab total Spaß in den Backen. Ich weiß, man musste hier versuchen. Cool Credits. Carrie Callis and the Gala de irgendwas. Happy Birthday, okay? Da hat jemand Geburtstag. Für einen bestimmten speziellen Tag haben wir eine Münze in den Kuchen getan. Wenn du sie findest, wenn du sie kriegst, wirst du eine glückliche Person sein und wir sollten sie jetzt teilen. Und sie essen sie. Und sie denkt, sie hat gerade etwas Hartes verschluckt. Vielleicht die Münze. Was ist los? Hast du den Schlüssel von dem Büro gefunden, verlegt? Oh nein, es ist die Münze, die auf dem Tisch liegt. Und dann ist im Kuchen wohl der Schlüssel. Und jetzt? Oh oh. Komm, das kommt auf natürlichem Wege irgendwann wieder raus. Und dann kümmerte sie sich um nichts, so wie Carrie, und hat den Schlüssel wieder gefunden. Wow. Oh. Was? Bitte nicht die Dame in Rot wieder. Die Galerien der Welt. Von Bilder von verschiedenen Galerien. Oh, der Schlüssel, die Tür. Oh, da ist die Dame in Rot wieder. Oh. Episode 2. Ja. Geschafft. Jetzt beenden wir, aber es reicht mir für heute. Okay. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, der Chroma-Key ist nicht zu schlimm. Bis zum nächsten Mal. Ich dachte nicht, dass es so gruselig ist. Tschüss.